drin. Nice. Fortfahren, so, erstmal hier. Stadt behalten, ja, nein. Weiß ja. nicht, ist es schlau, die Stadt zu behalten, weil die ist jetzt natürlich direkt an St. Petersburg dran, ne? Ja, aber natürlich haben wir dadurch auch einen sehr nahen Weg nach St. Petersburg, wenn wir da, ne? Mhm. Stadt behalten. Mhm. Und sie kann auch Einheiten produzieren. Hier nach. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal Einheiten nachproduzieren. Aber dann sind die natürlich ziemlich stark da in St. Petersburg. So, und hier oben machen wir mal Streitwagen. Der dauert ja nicht allzu lang. Warte, ach, hier können wir eine Produktion wählen. Oh, das geht ja sogar. Es dauert tatsächlich gar nicht so lang. Krieger 15 Runden. Sagen wir einmal Krieger. Ganz schön hab ich. Was? Ganz schön hab ich. Ja, aber so im Verhältnis geht es. Die Stadt war ja nicht allzu groß. Ne? Musst halt in Relation sehen. So, dann können wir gleich mal nach unten ziehen. Aber St. Petersburg, die haben weniger Verteidigung. Mhm. Tatsächlich. Aber gut. Mal gucken, was sich da ergibt. Ja, die müssen sich jetzt alle erstmal heilen. Dann müssen wir die alle nachproduzieren. So. Die Städte wachsen hier alle langsam. Alter, es sieht schon geil aus. Ja, wir haben jetzt 5 Städte, wovon 4 bald mindestens, also ich sag mal so, bei Runde 200 sind 4 auf jeden Fall ein großer Fleck schon. Ja. Mhm. Wenn wir St. Petersburg noch bekommen, vielleicht sogar 5. Das wäre natürlich traumhaft. Aber wollen wir mal nicht zu große Töne spucken? Mhm. Na? Wir können jetzt natürlich auch Frieden anbieten für Milliarden an Münzen. Müssen wir halt gucken, ob das ist, was wir wollen. Das Wasser. Also ist das, was wir wollen? Irgendwie so. Pass mal auf, das machen wir jetzt in der Runde. Wir bieten Frieden für Zack und Zack, was hältst du davon? Kannst du sehen auf dem kleinen Bild? Nicht ganz, aber es ist okay. Mein Angebot ist Frieden, dafür kriegen wir von denen 181 Münzen für 30 Runden, für jede Runde ein Diamant und halt Frieden. Das dann haben wir für nicht anders. Doch, pass auf, Vorschlag. Vorschlag? Annehmen. Ihr habt meinen Dank. Er hat ihn angenommen. Frank, er hat ihn angenommen. Der ist so dumm. Der ist so dumm. Pass mal auf, wir haben jetzt ein Friedensabkommen für, ich glaube, 30 Runden Frieden. Ja? Ja, der hat seine Fälle davon schwimmen sehen. Der hat ja bloß noch eine Stadt. Pass mal auf, wir können jetzt noch befehlen, siedelt nicht in der Nähe meiner Städte. Meine Stimme versagt gerade, scheiße. Fuck, was ist denn das? Kack drauf. Weiter aufnehmen. Siedelt nicht in der Nähe meiner Städte. Ich entschuldige mich aufrichtig. Mir war nicht bewusst, dass eure Stadt so nah liegt. Wir sind direkt neben euch. Auf Wiedersehen. Ja, das war ja vorher seine. So, mit denen hier holen wir einmal ab. Forschung. Wir können jetzt forschen. Maschinenbau, Bewässerung, würde ich sagen. Ja, wir nehmen Bewässerung. Egal, was du sagst, wir nehmen Bewässerung. Ich bin hier mal wieder sehr im Sinne des Teams. Kann man Team sagen? Ich kann sagen. Ja. Dann haben wir einmal Handwerker, die gehen nach hier. Bauernhof. Zack, dann haben wir hier einmal. Also, wir haben jetzt, pass auf, wir positionieren uns jetzt mit allen Gruppen vor Petersburg. Weil der denkt, wir haben Frieden, wir haben gerade
Ich werde jetzt nicht sagen, verdammt viel Münzen, aber so gut 181 Münzen sind nicht verdammt viel. Aber dann nochmal irgendwie 5 Münzen pro Runde. Nee, warte, Diamanten pro Runde waren es, ja. Also im Verhältnis haben wir gerade verdammt viel abgestaubt, ja. Und wenn wir jetzt nochmal, jetzt haben wir halt Frieden. Das heißt, wir, warte. So, das heißt, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, St. Petersburg nochmal so komplett von vorne, verstehst du? Wir können ja jetzt nochmal militärisch nochmal alles in Richtung St. Petersburg und die dann platt machen. Ja, aber der wird sicherlich aufrüsten. Der wird aufrüsten, aber der hat bisher immer noch eine Verteidigung von 30. Das ist eine schwächere als die, die wir in der anderen Stadt hatten, ja. Und Einheiten müssen wir auch wieder ausbilden und die anderen erstmal heilen lassen. Nee, aber ich werde nichts sagen, aber wenn du das hier so siehst, 30 Verteidigungsstärke, die anderen hatten wie viel? 39, also da sind wir schon mal besser dran. Ja? Mhm. Naja, das wird nicht leicht. So, und die hier können wir jetzt noch einmal alle Truppen. Was können die hier? Ah ne, die Russen wollte ich ja nicht mehr angreifen. Schade. Hat sich hier gerade so schön geboten. So, dann haben wir hier noch einmal. Und wir sagen nächste Runde. Erstaunlich. Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem mit Barbaren. Ich glaub's ja nicht. Luke hat sich keine Zeit für Erholung nimmt. Los, Politik ändern. Na, ich lasse das hier mal mit den Handelswegen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Eigentlich nicht die Idee, dass wir jetzt Probleme mit Barbaren bekommen. Nee. So eine neue Forschung. Späte Rache. Eisenverarbeitung. Für stärkere Waffen. Und Militärausbildung. Mystik. Wir sagen erstmal Mystik, das dauert nur 2 Runden. Hm. Einheit benötigt Befehle. Hier, dann watschel hier mal weiter in die Richtung. Zack, du darfst in die Richtung. Zack, du darfst dich nochmal verschanzen. Zack. Und nächste Runde. Ihr überbringt von Herzen meine Gratulation, dass euer Volk so produktiv ist. Nice. Ja, die haben alle Schiss bekommen. Och Mann, weißt du, die Barbaren hier, die pissen mich gerade ein bisschen an. Gut, die Barbaren hier sind weg. Das ist die Aufgabe von denen. Ich gehe ja schon wieder mit ein paar Truppen nach hier unten und bilde aus schon wieder militärische Truppen. Ich bin gerade ein bisschen dabei, Petersburg, St. Petersburg tatsächlich zu naseln. Ich muss das jetzt schaffen. Ich habe jetzt meine Mission. Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich traurig. Wa? Oh, ich bin gerade fast einmarschiert.
So. Gut, die Handwerker hier einmal abreißen. Beschanzen. Hier oben einmal fortbewegen. So, ich möchte einmal ganz kurz gucken, ob die Aufnahme hier alles noch standesgemäß läuft. Ja. Alter. Ich habe gerade gelesen, Aufnahme läuft nicht. Aufnahme starten statt Aufnahme stoppen. Alter. Panik. Einmal wieder die Vorschau anmachen. Wieder? Da ging mal ganz kurz die Wuffe, oder? Ja, ein bisschen dezent. So, zack, nächste Runde. Schau mal vor, wir nehmen Petersburg ein. Das wäre doch einfach ein Traum, oder? Russland komplett eingenommen. Da haben wir einfach 6 Städte hätten wir denn. Wir wären die Ficker des Landes. Ja, aber ja, nicht kulturell. Ist das? Ja? Mein Oberhaupt. Wir haben die aber noch nicht kulturell erschlossen sind. Na. No. Plus 5 Kampfstärke gegen Barbaren. Das brauchen wir jetzt einfach kurzzeitig mal, solange wir hier gegen die Barbaren kämpfen. Sonst wird das allzu barbarisch. Tag, die Barbaren sind weg. Petersburg eigentlich immer noch nicht so weit weitergekommen. Ne? Also rein theoretisch. Wir haben auch schon gut was von der Karte erforscht. Also in der Hinsicht alles fit. So, Drama und Dichtung, Militärausbildung oder politische Philosophie. So, wo wir gerade bei politischer Philosophie sind, du darfst darüber ein bisschen philosophieren. Ich muss trinken, mein Hals ist weg. Der Hals ist weg. Auch nicht schlecht. Wo ist er denn hin? So, mal gucken, was die da oben noch alles veranstalten. Uwe, da bin ich ja. So, also was nehmen wir? Frank? Etwas, was wenig Runden kostet. Na, denn Philosophie. Im Prinzip braucht man ja alles. Ja, aber... So, bei welcher Stadt sind wir? Bei Washington. Da Sperrkämpfer... Wir haben nicht einmal Sperrkämpfer gemacht, los, die machen wir jetzt noch. Vor allen Dingen mit dem Geld, was wir von Russland bekommen haben, finanzieren wir jetzt die Truppen, die wir gegen Russland einsetzen wollen. Ganz ehrlich, was ist denn das für eine Ironie? Wenn das mal nicht clever ist. Das ist einfach die Ironie des Todes. Auf das hier brauchen wir schon mal nicht machen. Amerika, Russland, weil wir Russland sowieso gleich einnehmen, da brauchen wir nichts fördern. Hier ist Russland, China, da brauchen wir nicht mehr mit dazu. Hier ist auch wieder Russland. Russland nehmen wir gleich ein. Ich weiß nicht, also ich bin ja so der Brüssel-Typ, da würde ich ja gerne meine Finger mit im Spiel haben. Hashtag no homo. Ich damit alle so mit Hashtag no homo, ich weiß noch damals die Zeiten und ich mir so, oh, das nervt so. Aber okay, gut, schicken wir einen Gesandten. Weltrangliste erstmal gucken. Amerika 87 Punkte weit. Nee, doch nicht. Ah, okay. Unbekannte Spieler. Ist auch doof sortiert. So. Zack, aber Punkte. Sind wir schon mal nicht die schlechtesten. Und wo war das hier jetzt? Wo konnten wir unsere Gesandten jetzt schicken? Handelswegeübersicht. Was? Wie ging denn das mit den Gesandten?
Regierung, okay. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann lassen wir das mit den Gesandten halt. Wo waren die denn jetzt? Einheit benötigt Befehle. Zack. Einheit benötigt Befehle. Lassen wir die mal ein Stück noch nach da. Zack. Jetzt einmal nach da oben. Ich finde diese Reihenfolge von den Befehlsgebungen einfach manchmal dezent sinnlos. Sind einfach so random gewählt. Mhm. Euer Militär bedroht meine Grenzen. Erwartet ihr etwa, dass ich das tatenlos ansehe? Meine Truppen ziehen nur vorbei. Auf Wiedersehen. Okay, da oben der Speer, der soll erstmal eine Runde heilen. Okay, da könnte, hätte ich auch anders lösen können, egal. Zack. Gleich mal nach da gehen. Noch Mist. Das wollte ich doch gar nicht. Okay, die hier können sie erstmal verschanzen bzw. heilen. Dann könnt ihr einmal in diese Nische. Gut, hier oben. Das Wunder von... Nein. Okay. Den Joke bringe ich nicht. Das lasse ich lieber. Weil es jetzt schon ist, der komplett sinnlos wird. Ihr solltet wirklich mehr auf das achten, was um euch herum passiert. Ihr werdet auf so solche eben Spielchen gespielt. Aha. Alter, Frankreich schon wieder genau die gleichen Sprüche wie damals. Und genau die gleichen sinnlosen Sprüche wie damals. Ach man. So. Wir sind gar nicht dran, aber gut. Sind denn das? Das sind Barbaren. Da müssen wir rein drüber stellen. Gut, Eisenverarbeitung haben wir. Dann nehmen wir jetzt endlich Maschinenbau. Ich möchte Maschinenbau haben. Mhm. So, jetzt können wir in dieser Stadt eine Produktion wählen. Hier haben wir jetzt einen Streitwagen. Gut. Den sollen wir hier lang schicken. Jetzt können wir eine Neuproduktion reinstellen. Ich sag nochmal Handwerker, weil hier oben lohnen sich da oben kriegerische Dinge eigentlich überhaupt nicht, oder? Eigentlich nicht. Ist der Weg einfach zu weit. Wir bauen hier nur einen Streitwagen, 14 Runden, müssen wir mit leben. Zack. Dann darf der sich einmal nach hier bewegen. Noch, zum Schwertkämpfer verbessern. Oh, kostet halt verdammt viel, ja. Ja. Aber 80 Münzen hätten wir halt über, ja. Und dann wären es halt Schwertkämpfer. Frage ist, ist das ja so nötig? Das ist sicherlich nicht schlecht. Soll ich's machen? 80 Münzen haben wir in 8 Runden rein theoretisch wieder drin. Also, zack. Ja. Schwertkämpfer. Sehr schön. Ich gehe ja mal möglichst weit nach hinten mit den Truppen. Der Trupp braucht Befehle. Nö, da finde ich, der ist eigentlich da ganz gut platziert. Verschanzen. Ich weiß nicht, soll ich noch einen?